Saisonfinale Nummer 1. Wir sind in Abu Dhabi und ich freue mich sehr, denn wir mit Audi können heute den Sack zumachen. In der Fahrerweltmeisterschaft und auch in der Konstrukteursweltmeisterschaft sind wir zwar meilenweit weg vom WM-Titel, aber wir können natürlich wertvolle Punkte hier heute noch sammeln und natürlich auch um den Sieg fahren. Unser neuer Pilot Nigel Mansell wird uns heute hoffentlich verblüffen und damit ein herzliches Willkommen zu unserer F1 23, mein Teamkarriere mit Audi. 5,2 Kilometer, 16 Kurven. Die Rede ist natürlich von Yas Island, zwei DRS-Zonen. Und ja, die erste lange Geraden, die hat es auf jeden Fall in sich, denn die ist unfassbar lang zwischen 5 und 6, aber auch die dann zwischen 8 und 10, zwischen 8 und 9. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da und ja, schaut doch gern auf Social Media vorbei, auf Instagram unbedingt und auch gern auf TikTok, auf Itz-Tobi, Links immer alle unten in der Bio und wir gehen hier runter in Richtung Verstappen-Hamilton-Kurve. Hier hat sich die Weltmeisterschaft entschieden in dieser Kurve. Nur bei uns wird sich da heute eher wenig entscheiden, denn wir kämpfen hier wirklich mit sehr stumpfen Waffen. Das Auto ist auf einmal wirklich echt schwach und das ist leider immer so in Abu Dhabi. Wir sind immer noch 22. Ja, es waren natürlich bis jetzt nur richtige zwei Kurven, also Turn 1 und dann halt diese Hanadl-Kurve, denn die anderen fährt man ja quasi Full Speed. Beim Rossbeschleunigen hier fett Oversteer gehabt, trotzdem haben wir zu zwei Plätze aufgeholt. Es wäre der 20. Platz, das ist natürlich eher semi-gut. Hier die lange Links, die ja seit 21 auch neu hier drin ist. Und hier fehlt schon an einer Sekunde Rückstand. Ich werde mir auch überlegen, vielleicht werden wir jetzt noch ein, zwei Rennen in der nächsten Season mit Blitzqualifying fahren und dann vielleicht mit kurzem Qualifying, weil dann hätte ich auch zwei Shots. Sprich, man könnte auch mit DRS ein bisschen gamblen und das würde auch mehr Sinn ergeben. 19. Platz. Ja, noch einmal hier die letzte Kurve ordentlich erwischen und dann war's das. Das ist unser letztes Qualifying für die erste Season und das ist ernüchternd. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole und Charles Leclerc steht auf P2. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Sainz, Russell, Hamilton, Perez, Norris, Ocon, Gasly, Oscar Piastri, Bottas, Stroll, Albon, Tsunoda, Hülkenberg, Joe, der Wissenschaftler, Doohan, Mansell, Sargent, Magnussen und Nick de Vries. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Ordentliches Qualifying von Nigel, der startet nur zwei Plätze hinter uns, also genau hinter uns. Let's go, Final Race in unserer ersten Season und wir kommen besser weg als Guan Yu Zhou, besser als Nico Hülkenberg und auch besser als Yuki, der mit dem Weißen hier gestartet ist. Da muss ich aber trotzdem ein bisschen nachgeben. Trotzdem hier in Turn 1 können wir uns auf den 13. Platz nach vorarbeiten. Das wäre schon, oder das ist schon mal ein guter Start hier rein. Albon im Haas auch hinter uns, da wissen wir auch seit 1, 2 Rennen, der ist unfassbar strong und der wird uns da, ja, das Leben auch nicht einfach machen. Hier gehen wir dann rein, Lance Stroll hat hier zu McLaren verschlagen, das bedeutet auch all in all den Ruhestand für Fernando Alonso, denn er hat bei McLaren jetzt den Altmeister ersetzt und unser Ex-Teamkollege, also Oscar Piastri, ist jetzt zu den Jungs aus Großbritannien gegangen, zu Aston Martin, da kommen wir mit einem fetten Snap, wo ist hier wieder raus aus der Kurve. Die ist aber auch echt tricky mit dem Setup, was ich hier fahre, ist sie wirklich grausam zu fahren. Ich bin da jetzt auch wirklich kein Fan von. Meine Ding ist auch, ich finde Abu Dhabi ist irgendwie overrated. Ich mag die Strecke nicht besonders, es gibt hier auch kaum spannende Rennen. Natürlich ist sie auch schon der Faktor, dass die Season meistens schon vorbei ist. Abu Dhabi an sich hat natürlich eine schöne Kulisse, aber ja, gerade so die Strecke aufgeteilt im Sektor 1, wo eigentlich ja Full Speed ist, Mittelsektor ist dann eher so, ja, so eine Mischung, aber eigentlich auch noch eher Full Speed und für mich ist halt der letzte Sektor mit diesen ganzen Kurven, die ja manchmal echt random aufeinander gewürfelt wirken, eher semi. Unsere erste Runde ist vorbei, wir konnten uns auf den 10. Platz vorarbeiten. Haben aber ordentlich Druck von Lance Stroll von hinten und vor uns, da zieht die Konkurrenz leider schon wieder davon. Oscar Piastri hat sich hier sogar ins bessere Fahrzeug reingearbeitet. Guckt euch das an, der Haas, der Aston Martin, wir wissen noch,
Gerade zu Beginn der Season war der echt strong. Also wir hatten viele Fights mit Stroll, konnten aber Alonso nie das Wasser reichen. Und es ist jetzt auch irgendwie, Stroll ist zwar hinter uns, aber der McLaren ist natürlich um einiges schneller wie der Aston Martin. Und ich werde schon ein bisschen die Fights vermissen, denn wir hatten wirklich viele Fights mit Lance Stroll. Und da geht außen, probiert er erst aber nur Korn vorbeizugehen, aber jetzt gucken wir uns mal die Start-Replay an. Hier links Max Verstappen aus der ersten Startreihe und der, glaube ich, braucht nur 5 Punkte, um überhaupt hier Weltmeister zu werden. Also das ist, ja, aber er hat den Start ein bisschen verschlafen. Also trotzdem, also sollte er ausscheiden, reicht es trotzdem, wenn Leclerc, glaube ich, Zweiter wird. Also wenn Leclerc nur Zweiter wird, ist es, ich glaube, nein, es ist nicht Leclerc, es ist Hamilton. Wenn Hamilton nur Zweiter wird, ist auch die Weltmeisterschaft gelaufen. Also das ist, denke ich mal, auch entschieden, Verstappen wird auch hier den Sack zu packen. Da gehen wir rein und können hier an Gasly bzw. auch an Guan Yu Zhou vorbeigehen. Das war eine erste schöne Kurve, da kommen wir auch gut raus, noch im Windschatten. Nur halt dieser Oversteer hat uns hier auch die Chance auf jegliches DRS genommen. Und ja, die erste Runde generell immer in den Rennen. Oh, da halte ich sogar noch rein. Da lässt aber auch Lance Stroll das Ganze zu. Und hier, ja, dieser Oversteer war halt jetzt eher semi-gut. Und ja, dann in den letzten Sektor hier rein. Das sind halt auch wirklich so Kurven, wo du echt ein gutes Auto brauchst. Wir sind mittlerweile in Runde Nummer 3 und wir haben einen neuen Verehrer. Es ist Valtteri Bottas, aber jetzt mal gelb vor uns. Und das ist ein Krimi, Leute. Es ist tatsächlich, ja, das schießt jetzt mal Valtteri Bottas innen durch. Das wird doch lange für ihn, glaube ich. Also der ist sehr motiviert hier. Um den einen Punkt müssen wir uns da auf jeden Fall streiten. Dann gehen wir hier nochmal rein. Die Kurve lässt das zu. Und wir übernehmen hier wieder den 10. Platz. Vor uns ist Ebbe. Also da ist wirklich viel Luft zu Oscar Piastri. Und auch zuerst aber nur Ocon, da ist unfassbar viel Luft, das ist echt schade. Das wird auch schwierig, denn unsere Pace ist hier irgendwie nicht da. Auch hinten sehe ich da, dass Nigel ein bisschen zu kämpfen hat. Hat auch so ein Riesenloch vor sich und auch 3-4 Leute, die dahinter ihm sind. Und ja, das wird auf jeden Fall spannend. Vorne sehen wir auch, dass Hamilton immerhin Zweiter ist, kommt aber nicht ganz an Leclerc damit. Verstappen, den hat es irgendwie schon auf dem 5., 6. Platz abgeschlagen, die Weltmeisterschaft. Scheint nochmal alles offen zu sein, da kommen wir ein bisschen in die Strecke. Und ja Leute, ihr seht es oben rechts, 21 Fahrer nur noch da und es ist tatsächlich ein Krimi hier. Max Verstappen ist ausgeschieden. Er ist im finalen Rennen ausgeschieden und kann eigentlich nur noch zusehen, ob er Weltmeister wird. Und natürlich auch hoffen und so. Aber das kann auf jeden Fall interessant werden. Für uns ist es auch interessant, denn wir fahren hier irgendwo in der Schwinge. Haben 5 Sekunden zum Vordermann, ja, sind aber auch natürlich mit dem weißen Reifen gestartet. Also das darf man auch nicht vergessen. Haben dann zum Schluss eigentlich die besseren Reifen. Warum sage ich eigentlich? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob die Strategie aufgehen wird. Ich weiß auch nicht, ob die weißen Reifen die richtige Entscheidung waren. Nur ich dachte mir, ja, irgendwie so, no risk, no fun. Es ist das letzte Rennen. Wir haben eigentlich eh kaum Chance auf Fettpunkte. Und da dachte ich mir auch, wozu immer eine konservative Strategie angehen. Wir probieren halt hier einfach mal die weißen Reifen. Vielleicht schaffen wir auch die schnellste Rennrunde. Hatten wir auch ein, zwei Mal schon diese Season ganz knapp nicht geschafft. Also, ihr wisst, was ich meine. Wir waren da knapp dran, auch im letzten Rennen. Bis zur vorletzten Runde oder so hatten wir die schnellste Rennrunde. Und ich glaube, in Sao Paulo hat sogar gereicht für die schnellste Rennrunde. Aber auch nur, weil wir natürlich oft DRS von Stroll bekommen haben. Und hier, ja, jetzt wird es dann für uns auch knapp werden, denn Stroll, der zieht ja innen durch, Verwarnungsstrecke abkürzen. Da bin ich links etwas neben die Strecke gekommen, es läuft nicht immer alles perfekt und jetzt sind alle in der Box. Und wir werden gleich für kurze Zeit hier den 2. Platz übernehmen, bis uns dann hoffentlich nicht direkt hier im Vorbeigehen die Mercedes attackieren werden. Da können wir noch einmal uns abdecken, nur jetzt bekommen sie DS, also das hilft sowieso nichts. Und da wird auch, ich werde mich da jetzt auch nicht stark zur Wehr setzen, denn es wird nicht helfen. Ich spiele so ein bisschen mit den Großen hier mit. Ich probiere die so ein bisschen zum Ärgern, aber das hilft eh nichts. Also das ist unnötig, dass ich da irgendwie jetzt dagegen halte oder so. Natürlich sollte der jetzt einen Fehler machen. Und das ist genau so einer, den ich hier meine. Da lässt Hamilton aber ordentlich Russell verhungern. Das war jetzt nicht gerade die feine englische Art, trotzdem glaube ich, Russell, wir werden ihn einfach ziehen lassen. Mit ihm zu fighten würde mehr Zeit kosten, als es mir schlussendlich bringt. Außerdem ist er sowieso ja schon drin gewesen. Ich habe hier noch die alten abgelutschten Reifen, das ist alles unnötig.
jetzt auch hier Perez schon im angehenden Bereich. Der war aber, glaube ich, noch nicht in der Box. Also der ist eher etwas schwächelnd da heute wieder dran. Und die Mercedes schauen echt gut aus, denn die könnten hier... Oh mein Gott, und da machen wir jetzt aber wirklich tatsächlich fast in Latifi. Und jetzt gehen wir auch rein, denn ich merke halt einfach diese Reifen. Ich kann denen nicht mit so 100% vertrauen. Und wenn der Ferrari da vorne schon in der Box drin war, muss ich sagen, der hat alles richtig gemacht. Da ist da jetzt mindestens mit einem 6 bis 8 Sekunden Vorsprung vorne. Und da kann man auch nichts sagen. Ferrari heute mit einem Masterplan, zumindest bei dem einen Auto. Hier Purple, 2,5 Sekunden. Ich hoffe, dass das sich vielleicht endlich mal in der nächsten Season ändern wird. Wir gehen mit den roten Reifen. Eigentlich auch ein richtiges Risiko, denn 7 Runden mit Rot. Ja, natürlich ist die Benzinlast jetzt weniger, kann aber trotzdem nochmal interessant werden. Da bin ich mir fast sicher, dass das auch zum Schluss schwer werden wird. Wir haben auch hier mit dem längeren Draußenbleiben jetzt auch die Chance auf den 10. Platz und auch auf den einen Punkt aktuell mal verloren. Vielleicht ist da noch mehr drin, denn wir hatten ja natürlich jetzt auch die besseren Reifen. Und maybe, wer weiß es, jetzt drückt uns aber hier mal in erster Linie Nico Hülkenberg an. Der natürlich hier, ja, dann müssen wir auch da rechts jetzt vorbeilassen. Der bleibt da hartnäckig. Da können wir aber innen bleiben. Und jetzt gibt es aber auch kein DRS hier leider. Probiere auch hier alles, aber es hilft nichts. Das DRS nimmt sich eher mit, ist aber jetzt auch im Bedrängnis von Valtteri. Auch der hat ein bisschen verloren mit seiner Strategie. Und jetzt sind wir immerhin mal an Yuki Tsunoda dran. Der 11. Platz. Nach einer sehr intensen 13. und jetzt auch 14. Runde haben wir es geschafft, an Yuki dran zu fahren. Der ist etwas langsamer im Mittelfeld geworden. Persönliche Bestzeit hier und rechts außen gehen wir hier in Turn 1 rein. Track Limits beachten. Und ja, das war eigentlich reifenunterschiedmäßig clean, würde ich sagen. Und ja, war jetzt auch kein schweres Überholmanöver. Jetzt wären es eigentlich nur 4 Sekunden auf den guten alten Pierre Gasly. Nur wir wissen halt, dass die Alpine ein unfassbar starkes Auto haben und auf den Straights auch mit den schlechteren, vermeintlich schlechteren Reifen ordentlich schnell sind. Die werden halt auch ein bisschen da im Dreierkampf sein, denn wir sehen da Gasly, Stroll und ich glaube, da ist auch ein Ferrari dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas Rotes ist dabei. Also, oder vielleicht auch Orange. Ja, das könnte nochmal interessant werden. Ja, hier nehmen wir dieses DS-Schild mit. Da war ich ein bisschen zu sehr im Dings drin. Da wollte ich auch zu sehr die Kurve nehmen. Und da decken wir noch einmal ab. Da kommt auch Norrie noch nicht. Ah, Stroll nicht gleich vorbei. Da war er schon vorbei. Und ja, ich hänge mich da direkt in den Windschatten. Aber wie immer, da kommt es zur Berührung und zu unserem Slide. Halleluja. Gott sei Dank ist da nicht viel mehr passiert bei beiden Autos. Und Gott sei Dank sind wir da straffrei geblieben. Gott sei Dank, muss man echt sagen. Und wir sind hier bereits in der 18. Runde und es schaut nicht so aus, als ob das funktionieren wird. Diese Strategie geht aus irgendeinem Grund nicht auf. Ich habe keine Ahnung warum. Wir sollten eigentlich mit den roten Reifen, gerade zu Beginn des Stints, hätten wir da um Meilen schneller sein sollen. Und wir haben eigentlich all in all sogar Zeit verloren und auch auf den Hintermann. Nico Hülkenberg schafft es gut, uns zu folgen. Und es ist eigentlich, ja, schon gegessen. In diesem Moment wusste ich auch, hätten wir es nur noch so ins Ziel. Ich habe auch mit dem Plan so ein bisschen nochmal auf Rot irgendwie schnellste Rennen und so, aber das bringt ja alles nichts. Vielleicht fehlt noch wer aus. Fahren wir einfach mal ruhig zu Ende hier. Hülkenberg wird noch ein Problem werden, da bin ich mir auch fast sicher, denn jetzt sind meine Reifen so ein bisschen aus diesem Magic Moment draußen. Also der ist ja so, ich würde mal sagen, die ersten 3 bis 5 Runden, wenn du sie dann abziehst und wenn die im Fenster sind. Und der ist schon lang vorbei, dieser Magic Moment. Jetzt kommt eher der Ekel Moment und wir müssen hier mit diesen abgelutschten Reifen, wo die anderen eigentlich problemlos ins Ziel kommen, müssen wir da irgendwie das schaffen, auch so ins Ziel zu kommen. Ist natürlich bad, dass wir hier den 10. Platz verspielt, verloren haben. Wir sind ja in der 20. Runde und es hat Nico tatsächlich geschafft, hier noch an uns dran zu kommen. Doch es ist ein bisschen zu spät. Stroll auch hier all in all am Endposition. Hatte da sogar Zeit gut gemacht. Also meine Strategie hat sich ehrlich gesagt für die schlechteste hier ausgestellt. Auch wenn wir den vermeintlich besseren Reifen haben, war er jetzt nicht der schnellste Reifen. Das muss ich dann zugeben. Für heute, ja, war es das dann leider. Und auch für diese Season heute keine Punkte. Aber natürlich kann man nicht immer Punkte haben. Auch unser Teamkollege Nigel kämpft da hinten mit den ersten so um den vorletzten Platz. Also das ist heute nicht unser Rennen gewesen. Abu Dhabi, Saisonfinale Nummer 1, 11. Platz und das widerspiegelt so ein bisschen die Season. Ein Auf und Ab mit vielen Höhen, aber vor allem mit sehr vielen Tiefen. Und ich freue mich natürlich, wenn es dann morgen oder übermorgen
in der nächsten Season. Gemischte Gefühle bei diesem Sieg hier, denn für den Meisterschaftstitel hat es nicht ganz gereicht. Aber nichtsdestotrotz war das hier ein fantastisches letztes Rennen der Saison. Stefan Römer, was denkst du? Was hat heute den Unterschied gemacht? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst, und so weit nach vorne ins Feld fahren. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein absolut verdienter Sieg für Mercedes. Jo, da spritzen die Richtigen herum. Nein, aber wir konnten auch nichts machen. Hamilton verliert auch. Er ist nur Vierter geworden und das reicht allemal nicht, dass er Weltmeister wird. Also der Hamilton da auch wieder einmal verkackt. Verstappen der einzige Ausfall im finalen Rennen. Und Nigel Mansell in seinem Debütrennen einen Platz gut gemacht. Das ist ernüchternd, aber verständlich. Alonso wird immer noch gewertet, auch wenn er die Weltmeisterschaft schon verlassen hat oder gekündigt worden ist, haben wir hier trotzdem ein Soll von 21, nein, das sind nur 19 Punkte, die uns hier leider auf Alonso fehlen und da ja, ist es nur der 8. Platz in der Konstrukteurs-WM, all in all, in der Fahrerweltmeisterschaft und ja, das Ganze, wie es morgen so sein wird, gucken wir uns dann auf jeden Fall morgen oder übermorgen an. Wir werden uns das auf jeden Fall im nächsten Video angucken mit der Abrechnung und so weiter. Was uns dann auch unter den Strich überbleibt, ja, wir haben keinen Punkt verdient, das ist schade. Konnte ich aber jetzt auch nicht stark ändern. Also natürlich wäre ich mit den Roten gestartet und auf die Gelben gegangen. Hätten wir ein ähnliches Bild gehabt, wäre ich früher in die Box gegangen, wären dann die Reifen zum Schluss eher eingegangen. Also das kann man jetzt auch nie sagen. Feuern. Sodala, neuen Sponsor, der ist uns abgesprungen oder ja, ist halt die Laufzeit ausgegangen. Und wir können da jetzt nochmal auf Verlänger gehen, aber nein, ich möchte mal gucken, denn wir brauchen auch Ziele, die man schaffen kann. Ich weiß auch, in der Vergangenheit hatten wir nicht immer Ziele, die ich unbedingt schaffen konnte. Nehmen wir das. 10 Runden als Team. Das ist, glaube ich, schaffbar. Ein Rennen hat immer um die 20 Runden. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Das ist das Saisonende. Schaut unbedingt gerne auf iTunes-Tobi. Auf TikTok vorbei und auch gerne auf iTunes-Gaming auf Instagram. Links mal alle unten in der Bio. 5. Platz, 15 Millionen und all in all haben wir jetzt 28 Millionen. 127 Punkte haben wir geholt und der 8. Platz in der Meisterschaft. Abonniert unbedingt kostenlos. Morgen oder übermorgen geht es dann in Staffel 2 weiter. Bis dahin, vielen Dank für euren Support bis jetzt. Und das werden wir auch morgen machen. Ciao.